Hier ist gerade wunderschön. Ich mach das, ich fahre. So, dann Hallihallöchen an alle da draußen auf YouTube. Wir sind mal wieder unterwegs in Wildlands in Bolivien. Ihr habt ein bisschen was verpasst, müsst ihr halt online live hier dabei sein, wenn wir das aufnehmen. Und wir hoppeln jetzt weiter mit Kitty und Nubia. Nubia kommt aber gleich, ne? Die ist immer noch am Patchladen. So. Wir sind hier immer noch in Pucara und wir wissen immer noch nicht, wer hier Chef ist. Wir wissen nur, dass es um Schmuggel geht. Bin ich echt mal gespannt, was da kommt. Ich glaube, Schmuggel hatten wir ganz am Anfang schon mal, mit dem wir uns beschäftigt haben. Mhm. Waren das nicht sogar die beiden, das Pärchen da? Waren die nicht vom Schmuggel aus? Nee, das waren... Nein, das Pärchen war von der Sicherheit. Ah, ja, okay. Die haben Leute verprügelt. Du kannst ja mal rauscrawlen, ich glaube, dann siehst du ja... Blutpulver vom Schmuggel. Ja, okay. Der ist hier oben irgendwo unbekannt. Ja, wir wissen es nicht, wer hier ist. Das werden wir dann aber noch demnächst rausfinden, hoffe ich. Warten wir noch auf Nubia, dann geht's los. Oh, ich will wieder ein bisschen C4 durch die Gegend werfen. Was kann man hier noch sprengen? Oh. Kitty, fahr mich mal ein bisschen durch die Gegend. Wenn dem kleinen Mu langweilig ist, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, kann passieren. Dann dürfen sie halt hier vorne nicht im Stau stehen. Außerdem habe ich die Dinger nicht hochgejagt. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz anmerken, ja? Du wolltest aber. Nein, ich habe sie nur da abgelegt. Du hast gesagt, ich habe Lust, ein paar Zivilisten zu töten. Oh Gott. Geht ihr mal auf den Kreis zu fahren? Oh, was war das? Um Gottes Willen. Hallo? Töt mich hier gleich, Kitty. Was machst du? Kitty? 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 Scheißdreck. Wow, weiche Landung. Oh mein Gott. Das war eine sehr, sehr interessante Landung, möchte ich es ausdrücken. Was ist das denn? Ja, was macht der jetzt da unten? Die schmeißen mit Granaten hinterher, das ist total gemein. Hast du jetzt damit gerechnet? Hey, ich bin hier hinten. Oh. Dann schwimm mal rüber. Auf der anderen Seite des Wassers. Oh. Tschüss, Kitty. Alles okay bei euch? Alles gut, alles gut, alles gut. Alles bestens. Ah, die Landung war echt unerwartet, oder? So, wie kriegen wir jetzt ein neues Auto? Nubia ist noch weiß. Oh, Nubia, du musst den auch ziehen. Nur mit der Tab-Taste, damit du das auch mal gezeigt hast. Was soll ich mit der Tab-Taste? Drücken, festhalten, im Kreis rumspielen. Was? Da passiert nichts, wenn ich die Tab-Taste drücke. Ach, da. Ah, das passiert nur draußen. Ja, da gibt es dann sowas wie... Gut gemacht. Passiert nur nichts. Wow. Gut gemacht, Leute. Du kannst ein Fahrzeug rufen. Ach so. Nein, wir werden gerade beschossen. Heli ist zerstört. Die haben echt viel zu viele Helikopter. Okay, so, dann hole ich uns jetzt mal ein Auto. Aber ne, wollen wir wirklich hier unten? Weil ich komme da nie wieder raus. Mit dem Auto. Lass mal hochgehen. Die Straße da. Ich weiß, hier war irgendwo eine Das soll die Straße sein? Das sind Feldwege, die kleinen Schwarzen. Das ist nicht mal mehr ein Feldweg. Da würde sich sogar eine Bergziege die Haxen brechen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Guck mal, die kommen alle runter.
So super. Granate oh. fliegt. Chris, Granate das kommt. Motherfucker. Wow, wie krass. Verfickte Scheiße. Oh. Alles gut. Gott. Ist das hier ein Weg? Nee, oder? Nein, hier ist kein Weg, das ist ja das Problem. Ich muss hier hochkraxeln. Oh. Oh. Der war festgebunden, ich glaube, das war der falsche. Gut gemacht. Aber da gibt es wieder was zum Holen, ne? Und guck mal, die haben ein Auto. Und die haben extra für uns Benzin hier aufgeschleppt. Ja, echt nett. Den kann man nicht losbinden, oder? Der ist hinüber. Ja, ich habe ihn auch ein bisschen getroffen, aber so viele Löcher habe ich ihm nicht hinterlassen. Ich kann eine 90-Grad-Wand hochlaufen, das beeindruckend. Tja, dann beeindruck uns schneller, weil wir sind schon im Auto. Das stresst mich nicht. So, okay, also, ich würde sagen, wir fahren erstmal, oh, guck mal, das ist ein unbekannter Ort mit Waffendings. Aber wollen wir erstmal wichtige Aufklärungsdaten holen? Dann wissen wir erstmal, wer hier überhaupt ist. Lass uns das tun. Kitty? Freunde voraus. Tschüss. Wer soll denn so zielen können? Mach dir Kopf, übe dich. Wow. Ich wollte nur anmerken, Kitty hat einen Führerschein. Das hat doch hier nichts mit einem echten Auto zu tun. Oder oh, war ein Alpaka und ein Typ. Oh, nein, nicht oh. auf die Straße laufen. Ich werde gerne auf Alpaka reiten. Guck mal, der ist geschmückt. Oh, ich versuche auch schon auf jetzt wurde er angefahren. Aber guck mal, der hat ihn geschmückt, das ist so hübsch. Jetzt läuft sein Alpaka weg, das ist unser Lebensunterhalt. Das hat mich angespuckt. Echt? Ja. Seht ihr ein anderes als ich? Das ist hier drüben, ja. Ja, das sehe ich auch. Du läufst gerade hinter ihm. Nee, anscheinend haben wir ein anderes. Bei meins läuft er gerade einfach in die Ferne. Ja, meins ist ja stehen geblieben. Meins steht hier auf der Straße. Nee, meins läuft da hinten durchs Feld. Ja, meins schiebt mich jetzt beiseite. Irgendwie war das sein Lebensunterhalt. Ich glaube, für ihn war es das. So, lass mal weiterfahren. Das war das hübscheste Alpaka, was ich je gesehen habe. Der liebe Blacky2402 gerade subscribed. Blacky, vielen lieben Dank. Und er schreibt, frohe Ostern wünsche ich euch auch. Ich hoffe, ihr hattet heute euren Spaß. Oder habt ihr noch, wie auch immer. Falls nicht, bleibt hier. Und da ist Spaß garantiert. Das war geplant. So, stopp, war der Bösewicht da? Gott. Was denn? Die Drohne ist oben. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich sehe ein zweites. Kann ich den Sniper wegmachen? Maschinenpistolen. Ich sehe eine Klappe. Die Rebellen brauchen Nachschub und in dem Heli ist reichlich davon. Wir kapern ihn und liefern ihn an Da kommt einer hoch. Das Problem ist, wir müssen auch den Hubschrauber. Ziel Nummer 10. Wie sollen wir den? Das dürfte interessant werden. Du lernst sich die zwei. Moment, ich muss jetzt noch ein Scharfschützengewehr raussuchen. Wo ist es denn? Doch, dann nur wir. Ja, ich krieg die eins. Okay, mach die mal. Oh. Die sehen dich gleich, verzieh dich. Django ist tot. Okay, dann gehe ich mich mal in eine bessere Position bringen, dass ich die von hinten abknallen kann.
Am besten wäre, glaube ich, wenn einer sich von vorne reinschleicht und irgendwie die zwei drin macht. Und wir dann möglichst schnell alle anderen da hinten kriegen, weil die stehen alle so nah beieinander. Oh, warte, dann schleiche ich mich ran. Also sowas hatte man vielleicht nachts machen. Problematisch wäre, ich werde mal ganz außen rumgehen und gucken, dass ich die von der linken Seite vom Hubschrauber kriege. Weil den sehen wir sonst, die können wir sonst nicht einsehen. Ja. Das ist eine gute Idee. Und der liebe Springteufel 89 hat gerade subscribed. Springteufel, vielen lieben Dank. Dreifache Sippitmo. Dankeschön. Psst. Ganz nah am Feind. Oh, die kommen auf mich zu. Ist schlecht. Kitty, kannst du mir da helfen? Den ersten kriege ich, aber den zweiten vielleicht nicht. Nein! Danke. Okay, ich kann den da einsehen. Oh, Kitty, der rutscht gleich ins Wasser. Muss man doch ruhig machen. Die wechseln Position. Jetzt kommt die 1. Ach ne, die bleiben alle da stehen, okay. Theoretisch müssten wir ihn hier kriegen, wenn er wieder zurückläuft, weil der läuft ja anscheinend eine Runde. Ja. Dann dürften den eigentlich keiner sehen. Theoretisch. So, also ich kann von hier aus den ganzen Hubschrauber einsehen. Das Problem ist, alles, was links vom Hubschrauber ist, kann ich nicht sehen. Ja, deswegen bin ich ja hier. Also von mir aus können wir die auch alle umnieten, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn du die zwei kriegst, dann kannst du dann einfach den Rest reinhalten. Ja, also ich sehe die beiden. So. Kitty, wen hast du? Warte mal, die zwei läuft, die wechseln gerade Position. Alles, was vor dem Helikopter steht, das ist das, was du siehst. Ja, dann lass uns die mal weghauen hier. 3, 2, 1. Darf nur keiner zum Hubschrauber kommen. Sehr schön. Geschafft. Alle noch ganz. So. Tja, ich würde sagen, wir haben einen neuen Hubschrauber und ein Boot. Wozu braucht man hier eigentlich ein Boot? Weil viel fahren kann man damit nicht. Ja, aber einen See, um die eine Seite zu erreichen. So, da hinten ist erstmal Kingslayer-Zeugs. Mal gucken, was das ist. Das sind immer so Informationen für diejenigen, die es nicht wissen. Über die Spielwelt. Mal Musik, mal ein Bild, mal ein Tonband. Kämpfer Raul Vargas geht in die USA, um eine Karriere als Mixed Martial Arts Kampfsportler in der Global Fighting League zu beginnen. Vargas, der ungeschlagene Tinko-Meister von Chalamoco, ist in Pucara als El Jaguar del Rey bekannt. Er verdiente sich den Namen während seines ersten Tinko-Kampfes, als er seine Fäuste mit Glasscherben versah. Diese Jaguar-Klauen verschreckten so viele seiner Gegner, dass Vargas die meisten Kämpfe gewann, nachdem er nur ein oder zwei mächtige Schläge gelandet hatte. Jetzt will Vargas, der mehr als 200 Tinko-Kämpfe gewonnen hat, seine Stärke und sein Können mit den weltbesten Mixed Martial Arts Kämpfern messen. Bisher steht nicht fest, ob er sein Markenzeichen, die Klauen, in der Arena verwenden darf. Ja, wohl eher nicht. Irgendwie hatte ich da gerade eben Hotshots im Kopf. Gummibärchen, Gummibärchen. So, was haben wir hier? Tolle Information. Nicht solides, aber ich habe Pericos Ex-Bodyguard gefunden, Arturo Ruiz. Er arbeitet jetzt für das Kartell in Pilca in einer Mine. Irgendwie gibt es böses Blut zwischen den beiden. Also vielleicht verrät er den DJ. Hier ist deine Waffenkiste. Okay. Ah, Unterlauf. Handgriff Typ 2. Aha. So, dann gucken wir mal, ob wir mit dem Hubschrauber irgendwo auch da ankommen, wo wir hin wollen. Wir müssen das. Ja, das sind ja Nahrungsmittel, die müssen wir abgeben. Mhm. Ist ja nicht so weit. Wenn ich tief hält, sind wir auch nicht abgeschossen. Kitty hat das Schnellfliegen aus. Hm, ich hab's jetzt drauf. So, das war jetzt nicht weit. Erstaunlich. Einfache Mission. Ja, wahrscheinlich war es normalerweise auch mal nicht so weit, aber wir sind so lange geflogen, da kam es nicht so weit vor. Oh, links sind Flamingos. Oh, stimmt. Da hinten. Seht ihr sie?
Hier sind wieder Alpakas. Ja, die sind hier überall. Jetzt rennen sie alle weg. Also das ist das beste Gebiet im Spiel. Wegen der Alpakas. Ja. Genau. So. Hast du noch das Alpaka-Bild im Kopf, was ich dir mal gesendet hatte? Nein. Südlich von uns ist ein Fertigkeitspunkt. Das war so süß. Wie hast du das nur vergessen? Du hast mir tausende Bilder geschickt. Nicht in die Rotoren laufen, Alpakas! Aber nicht von einem Alpaka, da war doch eines. Kann Kitty mal erklären, wie man so fliegen kann? Ich habe das irgendwie nicht rausbekommen. Eigentlich ist es ganz easy. Wenn du geradeaus fliegst, drückst du dann Shift, bis er auf höchstmaximal Schaden ist und dann lässt du die W-Taste los. Genau. Dann also der hat noch auf Beschleunigen. Der hat zwei Flugmodi. Der hat einmal diesen normalen Flugmodus, wo man den ASDW steuert und dann, sobald man auf Geschwindigkeit ist, hat er einen zweiten Flugmodus, den Schnellflugmodus, also Super Cruise. Und da kannst du dann mit der W- und der S-Taste nur noch die Höhe bestimmen und dann einfach nur die Shift-Taste gedrückt lassen. So, oh, guck mal hier, jetzt können wir wieder uns profilieren hier. So, ne, Kitty legt überall C4, ich suche meine Blattgranate. Das ist eine Kartellsendestation. Machen wir ihnen Feuer unterm Arsch. Wir sprengen die Tür und schalten sie ab. So. Nein, ich werde irgendwie von irgendwas gesehen. Ja, die Uni da. Nur der Hubschrauber, geh weg. Jetzt wollen wir uns da schön ranschleichen, dann kommen diese Pissnelken. Verdammt. Wir müssen warten, bis der Hubschrauber weg ist. Ja. Aber jetzt fangen die an zu schießen. Die schießen schon eine ganze Weile auf mich. So. Hab mal abgeschaltet mit dem EMP. Okay. Oh, doch nicht. Oder kommt Patrouillen. Der ist EMP sicher. Das ist gemein. Wollen wir schnell in den Hubschrauber und erstmal weg und später wieder kommen? Können wir machen. Ja, oder das. Aber jetzt kommen halt noch Patrouillen. Die müssen wir auch mal kurz machen. Dann machen wir schnell die Mission. Nein, die Mission können wir nicht schnell machen, wenn da draußen eine Patrouille rumläuft. Oh shit. Kommt noch mehr. Wieso ist es hier eigentlich wieder schwierig? Ja, ne? Die wissen auch nicht so recht. Jetzt sollten wir uns kurz verstecken. Okay. Da drin zum Beispiel? Vielleicht. Oder einfach hier im Abhang? Wir können auch erstmal runtergehen. Eine Kartellauszeichnung. Wir haben hier draußen eine Munikiste? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, oben wieder. Wir müssen aufpassen, dass kein weiterer Hubschrauber kommt. Oder da kommt schon wieder einer. Wenn ihr euch hinlegt, dann dürft ihr euch, glaube ich, nicht sehen. Hm. Die waren hinlegen. C. Okay. Jetzt müssen die dann nur noch verschwinden. Der liebe Howiator hat gerade subscribed. Das 7. Mal, Howiator. Vielen Dank. Dreifaches Bitmo. Wieso liegt hier rechts von mir C4? Meinst du bei der Satellitenschüssel? Mhm. Ich wollte nachher nachgucken, ob die Tür auch noch gesprengt wird. Hier vorne sind immer noch Unidats, ne? Die müssen wir kurz noch wegräumen. Ziel eliminiert.
Okay, hätten wir dann alle. Haben die uns wenigstens Autos mitgebracht? Ja, eins. Aber ich glaube, das qualmt. Ja, die qualmen hier irgendwie alle. Ja, wir müssen erstmal das hier machen. Okay, also. Okay. Dann suche ich mir mal. Die denken, wir wären fort. Okay. Ich habe ein Problem. Ich habe nämlich dann keine Muni mehr. Ich muss mit der Pistole machen. Dann mach Pistole. Oh shit, da kommen wieder welche. Geht die runter? Wieso läuft da unsere Ausrufezeichen? Ja, jetzt ist er tot. Ich glaube, ich habe den gerade erschossen. Ja, der ist tot. Ach Mann. Wollen wir dann? Ja, wir müssen. Ja. Ich schmeiß unten eine Blendgranate rein. Nudel, wir haben eine Munikiste. Oh. Außentreppen vor der Wind. Sag doch mal, was ging aus dem Treppen. Alles klar. Okay, ich werde soweit. Okay, bereit? Ja. Ja. Ich werfe eine Blendgranate. Oh Gott. Ich bin tot. Gut gemacht. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Hey, Nubia. Na? Lief ja gut für dich. Amigos, hier ist Berg. Die Einwohner sind langsam... Gut, dass ich nachgeladen habe vorher. Das war voll wichtig, dass ich... ...konkreter helfen. Einige meiner Männer haben nicht einmal Schuhe. So etwas braucht Zeit. Wenn erstmal alles läuft, bekommst du ihre volle Rückendeckung. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Buena suerte. So, was ist das? Ein Orden. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. Nein, da hier wollte ich nicht hin. Ach Mann, ich stehe in der Luft. Okay. Kitty, such dir mal ein hübsches Auto. Am besten eins, was nicht qualmt. Oder wollen wir einen Hubschrauber nehmen? Können wir einen Hubschrauber nehmen? Dann nehmen wir einen Hubschrauber. Rechts von uns wäre ein Leutnant, ein Kingslayer, Bonusorden, das alles in einer Stadt. Zwei Leutnants sogar. Ja, oder wir nehmen unten erst die Waffenkiste und den Punkt mit und die Daten. Ja, dann können wir das auch machen. Weil in die Stadt müssen wir bestimmt sowieso noch ein paar Mal. Genau. Gut. Oh, jetzt wird's dunkel. Also, was soll's denn sein? Der Punkt unter uns. Die Waffenkiste. So, ja, ich habe eine neue Waffe. Hals im Chat, die AUG 3. Ich mag die echt. Die gefällt mir sehr gut. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die M4, falls es die hier irgendwie drin gibt. Mehr Waffen kenne ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich hätte gerne hier einen MG3 oder einen MG42, eins von denen noch. War hier nicht von wegen was mit Luftabwehr? Wieso soll das hier gewesen sein? Weiß ich nicht, sieht so aus. Sieht so... Na egal, landen wir hier einfach und das wird schon. Ist das schon eine Mine? Ist alles voller Minen. Sandvorgeben schreibt, echt arme Rebellen, keine Schuhe, aber Maschinengewehre. Fun Fact, zu Lords of War, dem Film mit Nicolas Cage, wurden tatsächlich original AK-47 gekauft, weil die billiger waren als Replikas. Die wurden danach wieder mit Verlust verkauft. Versorgungsheli.
Den Kapern. Auch schon wieder. Die können sicher was damit anfangen. Hier sind aber viele Hubschrauber. Ich zähle 5. So, wir haben hier rechts einen Leutnant, ne? Der darf nicht weglaufen. Was machen wir zuerst? Erst den Leutnant oder erst den Hubschrauber? Ne, ich glaube, den Hubschrauber machen wir zum Schluss, oder? Macht Sinn. Kommt drauf an. Ja, ich glaube eher. Weil wahrscheinlich, wenn man mit dem Hubschrauber... Obwohl. Die sind halt schön voneinander getrennt. Ja, machen wir erstmal rechts hier. So, den da seht ihr schon mal. Den können wir theoretisch gleich als erstes ausnibbeln. Ich glaube, wir können hier einfach mal aufs Dach laufen von denen. Ich glaube, da kriegen wir die alle ganz gut weg, schätze ich. Jo. Obwohl, wir brauchen einen, der dann den Leutnant. Ich gehe ran, ich hole mir den Leutnant. Soll ich den da hinten wegmachen? Wenn den kein anderer sieht, ich weiß es nicht, sehe es nicht von hier aus. Kannst du nicht knallen. Okay. Er ist tot. Okay, es ist alles gut. Wo ist denn der Leutnant hier? Da hinten. Bei den Fahrzeugen. Na, shit. So, ich sehe hier noch einen. Ich sehe den da. Das sind Rebellen. Warum sind hier Rebellen drin? Mitten mangt der Bösewicht da. Sieht den hier einer? Wen? Die 1? Die 2. Nee. Na, die denken sich, wir haben mal schnell ab, bevor die denken. Bevor der Spieler denkt, das ist ein Bug. Ja, ne? Die kennen sich halt alle, ne? Die sind alle zusammen aufgewachsen. Oh, ich sehe die 2. Aber der wird die 1 sehen. Die 1 kommt gerade zu mir. Du kannst die 2 umnieten, die 1 sieht nichts. Es erledigt. Sag mal nur noch den da hinten und den Leutnant, ne? Den Leutnant hole ich mir. Kriegt den hier einer? Die 1? Ja. Ja. Dann mach mal. Ach, hier muss ich ja E drücken. Okay. Du hast 5 Sekunden, um den Mund aufzumachen. Ja, den kann ich nur für rudimentäre Sachen holen. Was für rudimentäre? Ja, ne? Da kommt noch ein Leutnant mit dem Auto. Wie wär's, wenn wir es nicht hochjagen, sondern stehlen und an die Rebellen übergeben? Warte. Oh, setze Drohne ein. Ich mach sein Auto kaputt. Mist, hat nicht gereicht. Ich glaube, meine Drohne ist dagegen geflogen. Ja, jetzt hast du ihn getötet. Der ist tot. Nein. Gar nicht. Echt? Bei mir ist der tot. Ach nee, doch nicht. Cool. Kitty hat ihn. Von dem anderen Auto. Okay, die läuft das rein. Weiterfahren, hier gibt's nichts zu sehen. Braver Bürger. Du hast 5 Sekunden, um den Mund aufzumachen. Ich rede! Ich weiß, wo ein Kartellsender steht. Man braucht nur zu fragen. Warum der Hut-Cowboy? Weil wir hier gerade mitten in Nevada sind. Ne? Also zumindest sieht es sehr danach aus. Mein Typ hier kommt aus Nevada, deswegen passte das ganz gut. Er hat den Cowboy-Hut immer dabei. Ne? Er wusste, es geht nach Bolivien, sieht genauso aus. Also. So einer zum Aufklappen. Genau. Zu mitnehmen. Musst du nur einmal gegenklopfen und dann kommt er raus. Oh, Goldgrube. So, 24 Fertigkeiten verfügbar. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Holen wir uns den Rest hier auch noch. Hat's geregnet oder wieso bin ich nass? Ich glaube, es hat geregnet. Mein Arm glänzt auch. Der Rest ist über uns, oder? Ja, von außen. Oh, hier ist eine Treppe drin? Okay, nicht. Ah, von ganz hinten, dunkel. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Oh, was? Wieso sagt mein Typ, yo, hier ist eine Waffenkiste, weil er die doch gar nicht sieht? Bei mir hat eine Frau gesagt, ich sehe eine Waffenkiste. Ja, da macht es auch mehr Sinn, weil Kitty hat die ja gesehen. Aber hier... Eigentlich habe ich die auch nicht gesehen, weil ich nicht durch Decken gucken kann. Im vorletzten Stockwerk ist hier noch eine grüne Kiste. Mit Nahrung. Nun gehen wir mal noch eine Etage höher.
Wie viele von diesen Funkdingern, die wir da immer in die Kisten reinschmeißen, wie wir so mit haben? Ja, ne? Gab's bei Aldi im Sonderangebot. Achso. Hier links ein Dokument. So, was ist es? Ach, schon wieder das. Die Baupläne von El Sueños Mausoleum in Pucara. Ein Mausoleum ist eine Art Grab von gewaltigen Ausmaßen, das normalerweise für historische Persönlichkeiten wie Könige und Herrscher errichtet wird. Ja, wir sehen das hier. Als wir das erste Mal hier waren, dachten wir, das wäre, ach, jetzt sehen wir es gerade nicht, wäre das eine Kirche. Aber das ist keine Kirche, das ist ein verdammtes Grabmal. Die Verrückten. Aber wir können ihn da gerne reinschaffen, habe ich kein Problem mit. So, wo ist die Waffentruhe? In dem Container, oben, ganz oben. Ach, ist egal. Wie ist egal? Jetzt muss ich wieder hochlaufen, habe ich keine Lust zu. Ich habe noch genug Munition. Eine Waffenkiste, nicht eine Munikiste. Ach so, ich rede von der Munikiste. Aber die Waffenkiste hast du. Die habe ich nicht. Ach, verdammiger Mist. Wo ist die Munikiste? Weiß ich nicht. Ja, aber ich habe nicht, weiß, wo die Waffenkiste ist. Ah, die habe ich vergessen. Ah, nein, nicht hier lang. Da rein. Die Munikiste ist genau daneben. Perfekt, dann muss ich ja doch nochmal hier hoch. Ah. Hier links. Hier rein. Hier rein. Ja, hab's gefunden. Tangos. Ein kompaktes SMG 11. Okay. Braucht doch keine Sau. Damit triffst du doch nichts. Jetzt regnet's wieder. Achso, das? Was, shit? Wer schreit mir denn hier gerade ins Ohr? Achso, die hauen ab, oder? Okay, sie hauen nicht ab. Kitty, red mit uns. Geschafft, alle noch ganz. Ach, sowas Unspektakuläres. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Du musst ja nur den Helikopter kurz mit dem EMP ausschalten und schon kannst du die alle einfach abknallen. Warte mal, ist hier noch was? Oh, Schatz! Gut gemacht, Nubia. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir damit noch abheben können. Ich wollte aussteigen und habe Y gedrückt. Wieso dreht das Ding durch, wenn es nicht startet und die Drohne losfliegt? Das macht doch gar keinen Sinn. Mann! Die Ladung ist scharf. Ladung ist scharf, in Position. Ich fahre. Der, sonst spawnt der nicht mehr wieder, das kennen wir schon. Ach Mann, ey. Naja, wir haben ja schon bitte mal so ein Informationsding. Ja, da unten. Dann holen wir uns das mal. Deswegen macht mir das Spiel so viel Spaß. Weil irgendeiner baut immer Mist. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass der Hubschrauber in die Luft fliegt, wenn ich bei einem nicht drehenden, wie nennt sich das? Rotor? Das Ding startet. Das ist doch. Wieso dreht der da so ab? Weil das kann. Diese Mine ist schon lange stillgelegt. Sicher eine alte Silbermine der Spanier. Da drin haben lange Sklaven geschuftet. Ich habe gehört, dass in den Silberminen Altäre sind. Die Minenarbeiter mussten El Tio bei der Arbeit Coca und Tabak opfern. Das erklärt, warum es leicht für Santa Muerte war, hier heimisch zu werden. Die meisten drinnen, oder? Sieht danach aus. Naja, da geht eine ganze Mine rein, also so ein ganzer Weg da rein. Wir werden da wohl rein müssen. In die Mine? Ja. Ich hasse Minenmissionen. Ja, ich mag die. Aber der Scharfschütze hier im Fenster, der nervt mich gerade ein bisschen. Ziel eliminiert. Also ich kann ihn da machen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Okay. Da ist keiner mehr, oder? Dürfte keiner mehr sein.
Sieht den da einer? Ja. Dann mach den mal. Mach ich den hier vorne. Oh oh. Nein! Der hat's gesehen. Verdammiger Mist. Sorry. Die suchen uns. Vorsicht. Dann können wir die jetzt nach und nach raus. Ja. Scharfschützen ausschalten, wo es geht. Verstärkung wirkt an. Hinter uns. Horstmigration läuft. Der Tasi hat das Spiel verlassen. Ja, ihre Verbindung zu den Ubisoft-Servern wurde getrennt. Läuft ja. Jetzt habe ich hier vier so eine Knilche. Die will ich aber nicht. Ich glaube, ihr müsst nochmal reinkommen. Also müssen wir auch nochmal neu starten? Ja, ich glaube, ich muss gleich nochmal neu starten. Ich renne hier erstmal kurz weg. Toll, Ubisoft-Server abgestürzt. Naja, sowas soll auch mal passieren. So, ich bringe mich mal kurz in Sicherheit. Okay. So, und dann logge ich jetzt hier mal kurz aus, ne, und logge wieder ein. Ich versuche es zumindest. So, lustig. Das war das erste Mal, dass das passiert ist. Also nicht das erste Mal bei Ubisoft. Ubisoft stürzen die Server ständig ab, aber, ne, das Division-Paket wurde verdient. So, woran sehe ich jetzt, ob ich auf den Servern bin oder nicht? Ah, Verbindung zu den Ubisoft-Servern wird aufgebaut. Bitte warten. Bitte warten Sie länger. Oh.